kommen Sie. Ja, verzeihen Sie, ich habe keine Augen hinter mir. Mein Gott. Stehe ich die ganze Zeit vor diesem Büro. Wo waren Sie denn? Ich war 15 Sekunden vorne, um Bewerber abzuarbeiten. Mr. Harris, ich habe versucht, Sie am Wochenende zu erreichen, habe Sie leider nicht kontaktieren können. Habe ich gesehen. Ich habe Sie versucht, am Freitag zu erreichen, aber das leider zu spät. Das ging um etwas... Wo wollte ich Ihnen denn? Ich wollte Ihnen noch auf die Nerven gehen. Ich glaube, es ging um die Befugnisse. Hm. Warten Sie. Ja. Nun. Ja. Es gibt da ein, zwei Sachen. Wissen Sie, ich hatte kein schönes Wochenende. Also, zum einen meinen irgendwelche Vollidioten, meinen die Partner und Schloss das zu besetzen. Sie meinen die... Dann, ja, erzählen Sie erst mal. So. Ja. Rain, was ist denn Rain? Habe ich irgendwas im Gesicht? Mr. Harris. Soll ich den Hut absetzen? Stört Sie das? Stört Sie der Hut? Lassen Sie den auf, sonst werde ich geblendet. Okay. So, Mr. Harris, folgendes. Sie haben recht, es ist sehr hell hier drin. Ja. Ich habe gestern erstmal so einen inkompetenten Anwalt und zugleich Bürgermeisterkandidaten erstmal die Zulassung entzogen. So. Ah, das habe ich gelesen. Dann habe ich innerhalb der letzten Tage irgendwelchen Medizinern die Zulassung entzogen und die Approbation. Ah, fantastisch. Dann kommen mir diese, weiß ich nicht, irgendwas mit diesen Italienern an meinem Justizgebäude. Ja. Mhm. Ist da jemals? Ich melde mich gleich bei Ihnen. So. Auf der anderen Seite erfahre ich hier irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwas zu den Yakuzas. Wurden Sie schon informiert von Ihren Detectives? Ja, ich wurde informiert. Es geht um einen offenen Fall, den Herrn Lewis übertragen wurde, aufgrund der Tatsache, dass es wohl eine Übergabeproblematik mit einer Akte gab, wo es um einen nachgewiesenen Mord ging. Richtig. Ja, da bin ich informiert. Und wir reden hier von Freiheitsberaubung, Nötigung, Drogenhandel, Waffenhandel, im recht größeren Stil Mord. Ja. Ja. Dementsprechend recht großer Fall. Ja. Detectives hatten, wir hatten sie gestern nicht mehr erreichen können. Wir hatten das Gespräch mit den Informanten darüber, wo ebenfalls nochmal einige Informationen an den Tag gelegt worden sind. Ja. Dass sie da Bescheid wissen. Von meiner Seite aus steht dem erstmal nichts im Wege. Die Detectives haben sich gestern direkt manche Orte angesehen und auch manche Fahrzeuge anscheinend überprüft. Sollten sie da irgendwo das mal genauer überprüfen müssen. Rain, wir gehen da überall rein. Ich habe gestern schon mit den Detectives gesprochen. Ich habe mir O'Hara gestern Nacht noch geschnappt. Der hat mich informiert. Wir werden da gezielt reingehen. Ich werde alle Orte nehmen und wir werden mit jeder einzelnen Streife alles aufhebeln, was da in irgendeiner Form mit denen in Verbindung steht. Sehr schön. Ja, das heißt, ist ja mehreres. Ja, das sind mehrere Orte, Wohnorte, Fahrzeuge. Da gibt es wohl mehrere, irgendwelche Positionen, das wird alles abgedeckt, da gehen wir überall rein. Gut, darüber hinaus ja. Habe ich als amtierender Chief Justice des Bundesstaats San Andreas beschlossen, und auch unsere Gespräche, die geführt haben, nochmal zu Herzen genommen. Und zwar Mr. Meyer und Mr. Graham treten mit sofortiger Wirkung ebenfalls neben dem Prosecutor auch als Haftrichter auf. Mhm. Das heißt, diese Personen können Urteile sprechen, hier vor Ort oder auch auf der Straße, ist mir egal. Aber diese Berechtigung haben die Personen. Graham und Meyer. Richtig, erstmal die beiden, wir schauen uns das an, wie das umgesetzt wird. Wenn das ordentlich umgesetzt wird, vielleicht noch Papadopoulos. Ja. So, das machen die jetzt schon, haben das bereits schon gestern, glaube ich, eine Verhandlung geführt. Das ist erstmal ordentlich. Ja, ich werde mir das weiter ansehen und natürlich das Recht behalten, das jederzeit wieder zurückzunehmen. Ja. Da bin ich dann auf die Kommunikation mit Ihnen angewiesen, dass Sie mir auch Feedback geben, wie das funktioniert. Ja. Wie auch ohnehin schon, ob die Staatsanwälte da irgendwas wieder verhauen. Apropos Staatsanwälte verhauen. Kennen Sie diesen Müller? Sagen Sie. Ehemals PA. Rain. Ich habe den gestern suspendiert. Warum suspendieren Sie überhaupt noch? Das ist eine Entlassung oder keine Entlassung? Ist Ihnen eigentlich klar, dass die DTU auf mich zukommt und sagt, ja, deswegen habe ich gleich übrigens das Gespräch mit diesem Keith. Dem. Oder wie er heißt. Ja, Keith und O'Hara oder Hayford oder wen auch immer. Ja, richtig. Hayford und Keith muss ich gleich noch sprechen wegen diesem, weiß ich nicht, was der hier treibt. Anscheinend aber versteht er seine Aufgabe nicht als Staatsanwalt. Naja, er scheint wohl ein gewisses enges Verhältnis, so wie die Frau Springs, zu gewissen Kontakten zu haben und da der ein oder andere Sache rauszugeben. Beziehungsweise Akten zu verändern. Bitte was? Ja, sehr heikles Thema, aber lassen Sie sich ruhig up to date geben. Der hatte gestern übrigens ich möchte das nur kurz hinzufügen, damit Sie sich ein bisschen darauf einstellen können, was den Puls angeht. Ja, nicht, dass gleich Ihre Uhr abplatzt von der pulsierenden Arterie. Der hatte gestern eine
oder vor 2 Tagen eine Suspendierungsparty. Der hatte was? Ja, genau. Eine Suspendierungsparty. Mehrere Undercover-Polizisten waren diesbezüglich an. Aber reden Sie erst mit Kief. Reden Sie sich erst mit Kief. Lassen Sie sich das einzelne Detail geben. Ich habe mir das nur abgerissen gehört. Ich glaube, Sie ersetzen dann meinen Kleiderständer, ja? Verzeihen Sie wegen dem. Der ist etwas. Ja, ist egal. Der hat. Ja, ist gut. War eh nicht so der Stabilste. Ja, super. Glauben Sie sich neu. Naja. Also, sprechen Sie mit Kief, der weiß da mehr. Er hat mir aber auf jeden Fall schon Müller gekündigt. Lassen Sie. Vielen Dank. Ja, lassen Sie sich doch erstmal mit dem. Sprechen Sie mit Kief. Ja, ist vorbei. Ist. Okay. Sprechen Sie trotzdem mit Kief, bitte. Gut. Das ist sehr gut mit den Anwälten. Fantastisch, dann können die durchgreifen. Ich werde diesbezüglich auch nochmal das weitergeben an die Traffic Police, die wissen dann Bescheid, dass sie, wenn sie Graham oder Meyer dazu schalten, in Verbindung vielleicht mit Papadopoulos, dass sie als Haftrichter tätig sind und dann Strafen direkt durchsetzen. Ich gehe aber trotzdem noch davon aus, dass diese Strafen natürlich, das ist das Beste, wenn Richter das alles nochmal überfliegen. Ja, das ist ohnehin. Also aktuell läuft das ja sowieso noch durch meine Hand. Sehr gut. Ich habe aktuell, ich habe vorhin nochmal nachgesehen, 5 bis 6 Bewerbungen in der Pipeline für das Richteramt. Ja. Hab noch 3 in der Pipeline für die Staatsanwälte. Ja. Also das, genau. Wird man mal sehen, was da an fähiges wegen Leuten dabei ist. Wichtig ist, dass diese Kompetenzverlagerung nur stattfindet, auch in unserer Argumentation in Absprache mit Ihnen und mir und nach außen, weil die Richter nicht auf dem Level sind, das Maß zu halten, was hier verhandelt wird. Es geht halt nur darum, dass wir so schnell wie möglich das abarbeiten können. Und wenn das funktioniert und wir auch die Richter haben, die zur Stelle sind, damit die auch herkommen, dann kein Problem. Dann können wir das zukünftig auch über den traditionellen Weg machen. Ja, richtig. Das ist ja wieder das Ziel, dass wir das so umsetzen können. Das ist erstmal ein, nun ja, nennen wir es Notpflaster, ja, dass alle Seiten entsprechend auch ordentlich agieren können. Und den Tagesablauf hier weiterhin gewährleistet werden kann. Wo wir gerade davon sprechen, jetzt wollte ich Ihnen gerade noch was sagen, jetzt ist es mir entfallen. Mann, ja. Was war denn das noch? Ach ja, allein irgendwie, ich glaube, vorgestern haben wir an die 10 Strafbefehle abgearbeitet, also sprich auch direkt Urteile ausgesprochen. Nun ja, diese wurden durch mich gesprochen, dementsprechend gibt es keine Rechtsmittel. Kann also sein, dass da diverse Personen noch bei Ihnen wenn er sich ja einfinden, um sich zu stellen. Schauen wir mal, ob die das tun. Okay, alles klar. Stehen die auf der Fahndungsliste dann wahrscheinlich? Müssten, ja. Ja, sehr gut. Gut, ansonsten, was war denn das noch? Ja, gestern, wie geht's Ihnen, Officer? Ich war gestern mal kurz da, hab mit denen auch gesprochen, das schien erstmal in Ordnung. Song und Washington wurden gestern entführt. Da wurde verhandelt. Ich habe auch heute schon gesehen, dass sich Commissioner Denton da eingeschaltet hat, weil die immer wieder aus unserer Asservatenkammer Waffen wollen. Ja. Die wollen diesbezüglich wohl immer wieder Waffen haben und Denton hat jetzt kurzfristig die Waffen-Asservatenkammer geleert, damit das nicht weiter passiert. Ah, sehr schön. Gut. Sonst erstmal irgendwas von Ihnen noch. Nein, negativ. Ich glaube, alles Offene haben wir dann soweit durch. Bezüglich der Situation in dieser Besetzung, da möchte ich dazugeben, dass ich mir das Protokoll und den Ablauf erklären lassen habe. Ich verstehe das Wort Besetzung nicht, denn so wie ich das verstanden habe, waren das die Italiener, die wohl nach einem Diplomatenstatus gefragt haben. Da wurden keine Waffen eingesetzt, da wurde nicht gedroht, da konnte man auch rein und raus geben. Die Eskalation kam dann über die Marshals in Verbindung mit einer Voreinschätzung und Vorurteilen. Von wem haben Sie diese Information?
Ich habe mir von den einen. Sagen Sie bitte nicht diesen Italienern. Nein, 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 nein. Ich habe mir von den Officern die Lage beschreiben lassen. Inklusive, Sie können auch vielleicht nochmal einen Kief drüber sprechen. Der hat da nämlich die Verhandlungen geführt. Da ging es einzig und allein um Diplomatenzustände und da wurde auch niemand verhaftet, sondern die sind halt auch gegangen. Da wurde niemand angegriffen, da wurde keine Waffe gezogen, da wurde kein. Es gab auch keinen Dialog. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Das Problem ist, und ich verstehe das, wenn Staatsanwälte angegriffen werden, dann sind die natürlich vorsichtig. Aber die waren tatsächlich nur da, um diese Sachen zu beantragen. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Ja, das ist das eine. Mir wurde es gänzlich anders erzählt. Mr. Harris, folgendes Problem. Diese Italiener haben schon damals Richter Fuchs bei mir um das Leben bedroht. Ja. Da sind wir schon mit dem Marshall hin. Ja. Und haben diese Person mal zu einem freundlichen Gespräch nun ja gebeten. Und da kamen weiterhin Kommentare. Dementsprechend müssen wir da in Zukunft handeln. Ja, von dem, was ich da höre, das können auch Sie wahrscheinlich so nicht tolerieren. Ja, aber das Problem ist aber nur, es geht um diese Situation vor Ort. Und wir können natürlich Einschätzungen machen, wie das Potenzial ist und so weiter und so fort. Aber wenn keine Gefahrensituation entsteht und die auch keine Gefahr sind in diesem Moment, dann können wir nicht einfach aufgrund unserer Erfahrung sagen, die sind immer eine Gefahr. Verstehen Sie? Denn die haben ja auch ein Gewerbe. Die fahren ja auch Müll weg. Die sind ja in diesem Zusammenhang auch diensttätig und arbeiten auch für uns. Also die kommen auch zu uns und machen unseren Müll weg. Ja? In diesem Zusammenhang muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und in diesem Fall reden Sie einfach nochmal mit Keith bezüglich dieser Besetzung, denn ich kann keine Besetzung erkennen. Die waren da mit einem Auftrag, die waren unbewaffnet, die wollten einen Diplomatenpass, da kenne ich mich nicht mit aus. Diplomatenpass, weil die Italiener sind. Naja, kann ja sein. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit Botschaften und so. Wissen Sie, was wir mit der letzten Botschaft gemacht haben, die es hier bei uns gab? Kennen Sie diesen Stadtpark? Da gibt es solch eine Gasse. Eine Botschaft? Und da gab es irgendwie kongolesische, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie sowas. Hä? Und dachten, die haben hier ein eigenes Land gegründet. Hä? In unserem Bundesstaat. Hä? Wissen Sie, das war noch unter der Leitung des amtierenden, ehemals amtierenden Chief Justice Fleming. Ah. Dann sind wir dahin und haben dieses Land besetzt. Als Amerikaner, so wie wir nun mal sind. Wir sind dorthin, haben niemanden angetroffen, haben es mit Marshalls und voller Bewaffnung, sind wir da rein. Sie haben es also befreit. Richtig, wir haben uns wieder zurückerobert. Natürlich. Na, Sie haben es befreit. Sagen Sie befreit. Das haben wir damals immer gesagt, wenn wir im Auslandseinsatz waren. Befreiung. Naja. Das ist ja für die Presse gut, aber wir wissen doch beide, was wir meinen. Ja, klar. Haben Sie eine Ölquelle gefunden? Leider nicht. Schade. Aber diese Bodenschätze, nun ja, vielleicht finden wir ja noch was. Naja. Die Demokratie wurde gebracht. Freedom. Schön. Rain, nee, das war's, mehr habe ich nicht. Gut, sehr schön. Ja, schauen Sie, ich glaube, O'Hara plant das Ganze ja nochmal wegen dem Apropos, Harris, wir haben ein kleines Problem. Was denn? Ich hatte Sie ja informiert bezüglich diesem richterlichen Beschluss und der Geschichte mit Maltas. Ein Hoch auf die Demokratie. Wie kann es denn sein, dass Sie kurz darauf den Maltas als Abteilungsleiter des WOTS dann einsetzen? Was für ein Beschluss Maltas? Nun ja, diese Geschichte, wo der Maltas hier meinte, sich gegen die Anordnung von Staatsanwälten zu stellen, wegen dieser Dienstverordnung, die sie da hat, wo wir danach das dann geklärt haben, aber er sich dennoch gegen Staatsanwälte und auch gegen den Richter dann seinen Beschluss gestellt hat. Er hat sich gegen den Beschluss gestellt, aber ich habe im Nachhinein im Gespräch, das ist nochmal danach stattgefunden, er hat die Waffe herausgegeben. Aber Mr. Harris, was ist denn das für ein Bild? Sie haben den Mann zum SWAT-Leiter befördert. Absolut korrekt, ja, der ist mir kompetent. Finden Sie? Naja, solange er seine Arbeit noch macht, er bringt frischen Wind in den SWAT rein. Auch wenn er letztes Mal eine dumme Idee hat, aber da will ich nicht drüber reden. Das ist halt, ich verstehe, aber das hat er mit dem anderen nichts zu tun. Hey, ich vertraue auf Ihre Expertise, dass Sie das da ordentlich einschätzen. Ja, deswegen rede ich Ihnen da nicht rein. Aber da müssen wir halt schauen. Ja, ich denke mal, diese dienstlichen Konsequenzen, wenn Sie da welche festlegen, wie die haben und Ihnen die schon melden, dann sagen Sie mir Bescheid. Genauso wie wir das bei Washington auch geklärt haben. Wie gesagt, ich bin da der Letzte, der nicht im Dialog steht. Ich bin eigentlich der Erste. Wunderbar. Naja, natürlich. Gut. Dann machen wir das so weiterhin. Wenn was ist, rufen Sie mich an. Super. Perfekt. So, ich gehe jetzt irgendwelche Anwälte nerven. Fantastisch. Schönen Abend noch. Bis dann.
So, wer zuerst? Bitte. Kommen Sie. Ja, der Kollege. Smith. Name. Smallwood, Isaac. Nochmal bitte den Nachnamen. Smallwood. 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 Ja, geben Sie mir mal bitte Ihren Personalausweis. Jawohl, Sir. Ja, bitte schön, Sir. Smallwood. Aha. Okay, Mr. Smallwood. Warum sind Sie hier? Ich würde mich gerne als Police Officer bewerben, Sir. Schön. Warum? Weil ich gern was für meine Mitmenschen tun will, weil ich gern was verändern möchte. Wenn Sie doch Krankenpfleger. Naja. Ich habe halt auf der Straße schon ein paar Erfahrungen gemacht, Sir, und ich würde gern die Stadt schützen vor gewissen Leuten oder der Kriminalität. Sie wissen, Sie wollen die Stadt schützen vor der Kriminalität. Ja, Sir. Sie wissen aber schon, dass das Polizeidepartement sich einschaltet, wenn kriminelle Dinge bereits passiert sind. Jawohl, Sir. Zum Teil, ja. Naja, eigentlich nicht zum Teil. Eigentlich immer. Wir reagieren nur. Wir sind nicht die, die hingehen und sagen, wie in Minority Report mit Tom Cruise, die irgend so ein Gerät haben im Keller. Sich dann da reinsetzen. Das einzige Gerät, was ich im Keller habe, ist ein Heimtrainer. Und glauben Sie, der ist staubig. Sich reinsetzen und versuchen herauszufinden mit irgendwelchen Medien, in irgendwelchen Glibberwasser, was so die Zukunft bringt. Wir reagieren nur. Smallwood. Verstehe, Sir. Verstehe ich, Sir. Aber ich würde mich auch gerne einbringen. Sie wollen sich einbringen? Jawohl, Sir. Als Police Officer? Jawohl, Sir. Okay. Mit welchen Talenten kommen Sie denn zum Einbringen? Ich bin Ihnen ehrlich, ich habe keine Vorerfahrung jetzt als Police Officer, aber ich bin sehr aufnahmefähig, ich bin schnell lernfähig. Ich kann gut mit Menschen umgehen, denke ich. Ich habe mal mit Streetworker gearbeitet, also mit Problemfällen habe ich schon zu tun gehabt. Ich habe eine ruhige Art. Ich denke, das funktioniert. Sie waren mal Streetworker. Ja. Das heißt, Sie haben mit den ganzen Straßenkindern zu tun gehabt, oder was? Ja, und ich habe schon einige kennengelernt hier. Straßenkinder, Obdachlose, also, Alkoholiker, Drogenabhängige. Wahrscheinlich alles zusammen. Alles zusammen? Mein Gott. Also, ich habe schon ganz viel gesehen hier. Und ich bin noch nicht so lange hier, Sir. Was haben Sie denn gesehen? Übers Wochenende. Ja, wollen Sie das wirklich wissen? Dann ja, natürlich. Kurz und knapp, also am Freitag hat man mir angeboten, einen Raubüberfall zu machen, mitzumachen. Am gestrigen Tag hat mir jemand morgens Kokain angeboten. Am Mirror Park habe ich eine Schlägerei gesehen, wo sich Jugendliche anscheinend aufs Maul gehauen haben bei irgendeiner Rave-Party. Und ich war sehr verwirrt. Und ich habe im Wienet gelesen, dass öffentlich Police Officern Schläge angedroht werden. Und ich denke, es gibt viel zu tun. So. Ja. Smallwood, Sie haben keine Vorerfahrung, haben Sie gesagt, ja? Ja, Sir. Dann stellen Sie sich darauf ein, dass die Uniform, die ich trage, nicht eine Außendarstellung von Autorität ist, sondern eher eine Zielscheibe. Ja. Eine Zielscheibe für Beleidigung, persönliche Angriffe, ja, Gewalt bis hin zu Messerstechereien oder Schusswaffengebrauch. Das, was Sie gestern erlebt haben, oder das, was Sie am Wochenende erlebt haben, erleben unsere Officer in der ersten Stunde in Ihrem Dienst. Gestern wurden zwei Officer entführt. Einfach so. Und da Sie keine Vorerfahrung haben, ist das eine besondere Situation. Eine besondere Situation, wo Sie mir nochmal sagen müssen, glauben Sie, dass Sie das trotzdem noch wollen als Police Officer?
Yes, sir. Okay, Smallwood. Naja, glauben Sie mir. Vielleicht. Wir haben sehr viele ambitionierte Rekruten, aber in 9 von 10 Fällen verändern die gar nichts, sondern dieser Dienst verändert sie. Nachhaltig. Der ändert ihren Blick auf die Stadt, auf die Leute, mit denen sie umgehen. Ja, denn die behandeln sie nicht wie normale Leute. Die behandeln sie wie Abfall. Und es ist sehr schwierig, dann auch professionell zu bleiben. Deswegen, wir können das natürlich versuchen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich zählt aber nur Ihre Kompetenz, Herr Smallwood. Und wenn Sie Kompetenzen und Fähigkeiten nicht erlangen, dann wird das sehr, sehr schnell für Sie das Ende sein hier. Haben Sie es verstanden? Jawohl, Sir, habe ich so verstanden. Ich gebe Ihnen aber die Chance. Danke Ihnen, Sir, für Ihr Vertrauen. Warten Sie kurz mal. Darf ich eine Frage äußern? Fragen Sie. Was sind das für Verrückte, die ein CL500 anbeten? Haben Sie noch eine andere Frage? Nicht. Es sind Irre. Okay, gut. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Ihre Dienstnummer ist die 26. Jawohl, Sir. Folgen Sie mir. Ich nur bei Mercedes, ja, ne? Lecker. Ich habe noch ein, ich habe noch plus eins danach. Chief? Hm? Ich habe was für Sie. Amen. Geben Sie mir jetzt aber nicht wieder so ein Smoothie, oder? Nein. Aber Sie sind im Moment ein bisschen sauer. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Und Schokolade ist gut. Smith. Wir müssen gleich nochmal miteinander reden. Hayford. Chief. Hat schon der Chief Justice mit Ihnen gesprochen? Noch nicht. Wollte er heute machen, aber ich bin noch gerade erst in den Dienst gekommen. Fantastisch. Ich weiß schon Zeit bezüglich Song und Washington, aber wir müssen gleich nochmal sprechen. Sehr gut. Smallwood, kommen Sie bitte mit. Ich bin gleich wunderschöne da. Wunderschöne Uniform, Chief. Mm. Ja, Chief, hallo. Smallwood, Sie sehen, die ganzen Officer sind im Dienst. Linke Seite, Spind, kurze Uniform, schwarz, rausnehmen. Ich warte vor der Tür. Jawohl, Sir. Also den rechten, den würde ich nehmen, ohne Nein zu sagen. Baschka? Ja, bitte? Sir? Ja, Sir? Können Sie sich daran erinnern, als Sie vor wenigen Wochen noch genauso ein Frischling war? Als ich mit Ihnen den Boden hätte wischen können, wenn es um Erfahrung geht? Ja, Sir. Ja, dann rollen Sie das Ärmel mal bitte weiter auf Streife und gehen Sie mir aus den Augen, Baschka. Okay. So, Smallwood. Das ist Ihre Rekrutengruppe. Wir werden jetzt gleich eine Einweisung haben von Ausbildungsleiterin Smith. Die wird Sie gleich einweisen. Taser, alles, was Sie wissen müssen. Wir haben am Freitag eine Grundausbildung. Daran nehmen Sie bitte teil. Und dann gesellen Sie sich hier dazu. Es kommt noch jemand dazu und dann ist das erstmal Ihr Tagesablauf. Fragen? Nein, Sir. Gut. Motte an der Lampe, aber ja, sagen wir, es ist ein Schmetterling. Es ist noch nicht aufgetaucht, die Probleme. Sollen wir da jetzt noch... Sir. Ja, Sir. Folgen Sie mir. Jo. Name? Firewalker, Sir. Dan Firewalker. Firewalker. Korrekt. Bilden Sie sich gar nichts ein auf Ihren coolen Nachnamen. Überhaupt nicht. Firewalker, was wollen Sie hier? Beim PD arbeiten. Also ich komme eigentlich aus der Paramedic. Zwar nicht hier, in London, da wo ich herkam. Dementsprechend auch da hier und dort ein paar Berührungspunkte gehabt mit der Polizei und dementsprechend weiß ich auch so teilweise, was Polizeiarbeit ist. Ja. Und ja, ich habe mich quasi schon immer in dem Beruf gesehen und habe jetzt quasi die Einreise hier vor 2 Wochen erstmal als einen langsamen Start gesehen, aber nun möchte ich
endlich ja, meinen Traum verwirklichen, sage ich mal so. Ihren Traum verwirklichen. Korrekt. Firewalker. Ihren Traum. Haben Sie denn eine ungefähre Vorstellung von der Polizeiarbeit? Ja, wie gesagt, durch meinen vorherigen Beruf als Paramedic habe ich teilweise halt auch Berührungspunkte mit der Polizei gehabt, diverse Einsätze zusammengefahren. Hier in Los Santos jetzt tatsächlich auch, weil ich ja des Öfteren mal am Crucifix sitze und dann hier und da mal die ein oder anderen Polizeiwagen durch die Gegend fahren sehe. Und ja, ich denke, hier gibt es einiges zu tun und ich denke, ich könnte dabei behilflich sein. Sie glauben also, am Crucifix sitzen und hausgemachte Knödel essen oder Klopse oder Frikadellen gibt Ihnen eine Einschätzung darüber, wie es in Los Santos läuft? Habe ich das gerade richtig verstanden? Das ist nicht so ganz korrekt, wobei die Klopse relativ lecker sind tatsächlich. Hm. Nein, aber wie gesagt, ich habe mich in den 2 Wochen hier schon umgucken können und von daher weiß ich teilweise, was es hier für komische Leute gibt und ja, das hat mir schon gereicht. Das hat Ihnen gereicht? Um zu wissen, was ich, ja, dass es da theoretisch auch ein bisschen Handlungsbedarf gibt. Ne? Was für Handlungsbedarf gibt es denn? Ja, keine Ahnung. Den Personen mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen vielleicht näher zu bringen, dass vielleicht nicht alles möglich ist. Ne? Dass man hier nicht einfach wild durch die Gegend rasen kann, dass man hier nicht einfach irgendwelche bewaffneten Überfälle machen kann. Ach so. Ja, genau. Ah, ja. Ja. Ja, wie wollen Sie denen das denn klar machen? Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt durch aggressives Verhalten. Ja, weil das bringt keinem was. Das ja. Habe ich als Mediziner auch gelernt. Mit den Bürgern reden, mit den Tätern reden, vielleicht verhandeln. Also ich finde sowieso, dass erstmal das Aggressive bzw. das Eskalierende sowieso nicht so wirklich in den Vordergrund stehen sollte. Ja. Genau. Wie deeskalieren Sie denn bitte eine Verfolgungsjagd oder einen Überfall auf einen unserer Läden? Wenn die mit Waffen gemacht werden. Die Leute reden immer von Deeskalation, Firewalker, aber ich weiß nicht, was das für Deeskalation ist. Ja gut, ne, das ist auf der anderen Seite, ne, ist das teilweise ja auch wie mit einer Kanone auf Spatzen schießen. Ne? Also man muss natürlich immer situativ handeln, sage ich mal. Ne? Also kein Einsatz ist wie der andere, das habe ich als Paramedic auch gelernt. Ja, das ist alles immer sehr situativ zu behandeln und dementsprechend. Das ist ja auch das Spannende, würde ich mal sagen. Ne? Hm. Gut. Spannend. Firewalker, Sie kommen mit einer uneingeschränkten Naivität in dieses Department rein. Sie setzen sich da vorne hin, stehen jetzt in meinem Büro und ich sehe hoffnungsvolle grüne Augen. Oder blau? Ja, blau, grün. Und denke mir, ja, der Mann denkt, er kann hier was erreichen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, von den 10 Rekruten, die ich einstelle, schaffen es 0, das zu machen, was sie denken. Das durchzusetzen, was sie glauben. Denn jeder kommt mit der idealistischen Einstellung, etwas zu bewegen. Aber wissen Sie, was passiert in den ersten Wochen dieses Dienstes? Sie werden mit der Realität konfrontiert. Und die Realität sorgt dafür, dass Rekruten die Fassung verlieren und mit einem Schläger auf Tatverdächtige einschlagen. Die Realität sorgt dafür, dass so viele Beleidigungen auf sie hereinprasseln, dass sie ihre Professionalität und ihren Idealismus relativ schnell vergessen. Gut, wenn mit Beleidigungen und Übergriffen hatte ich ja so auch zu tun als draußen auf der Straße. Ne? Also das ist jetzt nicht neu, würde ich sagen. Die Realität sieht aber anders aus, wenn sie die Uniform tragen, die für uns hier drinnen ein Erkennungszeichen ist und da draußen eine Zielscheibe. Twitch Prime ist die kostenlose. Als Mediziner ist das vielleicht so, dass man immer mit gewissen Tendenzen zu einem positiven, also man ist immer etwas Positives, etwas Helfendes, aber so sehen die Leute die Beamten da draußen nicht. Sie werden bespuckt, sie werden beleidigt, sie werden angegriffen, sie werden entführt, sie werden attackiert mit Messern, mit Pistolen, mit allen Waffen, die zugrunde liegen, mit Baseballschlägern, mit Knüppeln, mit Golfschlägern. All das. Und das ist für die idealistischen Ideen, die sie haben, ein harter Realitätscheck. Das glaube ich. Aber ich möchte mich doch der Realität stellen, würde ich sagen. Alles klar, Firewalker. Ich gebe Ihnen die Chance. Sehr gut. Ich gebe Ihnen die Chance. Aber ich sage Ihnen ganz offen. Dieses Department wird auf Basis von Kompetenzen und Fähigkeiten geführt. Und sollte ich nicht den Eindruck haben, dass Sie die Kompetenzen und Fähigkeiten haben, werde ich Sie hier schneller absägen
als Sie sich vorstellen können. Das verstanden, Sir. Gut. Gut. Dann werden wir Ihnen gleich noch eine Dienstnummer zuweisen. Mhm. Und Ihre Dienstnummer ist die 27. 27, verstanden. Folgen Sie mir. So, auf der linken Seite finden Sie einen Spind, da können Sie sich eine Uniform rausnehmen, schwarz, kurzärmlich und diese anziehen. Ich warte vor der Tür auf Sie. Alles klar. Firewalker. Das sind ja die Rekruten, mit denen Sie jetzt gleich mit der Frau Smith, die zu meiner Rechten steht, eine Einweisung bekommen. Ich möchte aber vorher noch mal ein kurzes Wort verlieren. Mhm. Meine Herren, Sie genießen ein unheimliches Privileg. Das unheimliche Privileg, dass Sie die Letzten Ihrer Art sind auf unbefristete Zeit. Denn ich werde meine Einstellung bis hierhin pausieren. Das heißt, sollten Sie es nicht schaffen, haben Sie Ihre Chancen verspielt. Ja, Sir. Das war die letzte Welle. Kopfschmerzen. Also nutzen Sie Ihre Chance. Verstanden. Jawohl, Sir. Frau Smith ist gleich für Sie da. Ja. Als vierte. Ja, das, die Projektleitung hat mit mir gesprochen und gesagt, das Verhältnis Polizisten-Kriminelle gerät zu sehr in den Unbalance und also werden wir es erstmal pausieren. Keine 100 Polizisten, aber das verstehe ich auch. Also werde ich jetzt erstmal nach dieser Welle Schluss machen. Wir haben jetzt also 73 Officer und wir werden jetzt erstmal nach unten gehen. Ne? Das sind natürlich keine Aktiven, aber müssen wir schauen. Aber die Anrufe sind heute erst bei mir drauf gewesen. Also sollten Sie irgendwas von der Polizei wollen oder von der Detective Unit, dann melden Sie sich einfach nochmal bei mir. Chief? Ha? Ja, alles klar. Sagen bei der Uniform wäre ich wie neidisch. Ich habe schon gehört. Richtig. Und, ich versuche es möglich zu machen. Perfekt. Und ich habe noch einen ehemaligen Kollegen. Kann der heute Abend vorbeikommen? Haben Sie da Zeit oder? Ehemaligen Kollegen? SD oder was? Ja, SD, dann wieder PD. Na, später. Ja, ich habe jetzt, also wir haben jetzt für Sie erstmal, ich habe jetzt heute die letzten Rekruten eingestellt. Hm. Wenn das ehemalige Kollegen sind, dann können wir euch dann mehr gerne anhören, aber wenn der keine besonderen Kompetenzen hat, dann wird er hier seine Zeit verschwenden. Smith. Chief, da draußen sitzen noch drei Leute für Sie. Das sind diese Anwälte, glaube ich, oder sowas. Nee, das sind alles Bewerber. Ja, wird keine Bewerbung gegeben, ich sage es Ihnen persönlich. Die sitzen hier rechts von Ihnen. Meine Herren, Sie sind hier für Bewerbung? Ja, das ist richtig. Mhm. Fantastisch. Gut, dann darf ich Ihnen als Erster sagen, dass wir keine Bewerbungen mehr einstellen. Wir haben zu viele Officer im Dienst, die müssen alle ausgebildet werden. Ist natürlich jetzt schade für Sie, aber wir müssen jetzt erstmal ein Limit setzen. Klar. Bis aufs Weiteres würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie eine berufliche andere Alternative durchsetzen. Ich kann Ihnen hier auf jeden Fall keinen Job anbieten. Klar. Ich geleite Sie nach draußen. Dankeschön. So, ich wünsche Ihnen natürlich beruflich alles Gute. Mhm. Ja. Ihnen auch. Danke. Und schönen Tag noch. Tschüss. So. Hey, Ford. Sie wollten mich nochmal sprechen. Genau, ne? Wegen dieser Situation, genau. Ja. Gut. Wie lief das denn? Naja, wie soll's gelaufen? Also es gab einen Anruf vom ACLS.
dass ein Fahrzeug irgendwie von uns gestickert werden muss, weil es nicht am Haken bleibt. Ja. Dann ist die Streife da angefahren, kam da an, als sie aus dem Auto ausgestiegen waren und zum ICLS hingelaufen sind, kamen 15 bis 20 bewaffnete, voll maskierte Leute aus dem Busch. Die ACLS-Leute standen an der Wand mit Händen hoch, dann wurden die Officer quasi entfunkgerätet und enttelefonisiert und eingepackt. Und als die weg waren, ist der ACLS direkt hierher gekommen und hat uns Bescheid gegeben. Der ACLS hat das vor Ort nicht erkannt? Doch. Die wurden ja unter Waffengewalt gezwungen, den Anruf zu tätigen. Scheiße. So. Dann gab es einen Anruf auf der Leitstelle, da hatte der Kollege O'Hara noch die Leitstelle. Hat dann gesagt, ich soll zurückkommen. Dann habe ich die Leitstelle übernommen für die Verhandlungsführung quasi. Gefordert wurden wie immer Heavy Pistols. Ich habe gesehen, da wurde endlich schon ein Schritt gegen unternommen. Ja, Denton hat sich eingemischt, ja. Ja, meine Empfehlung wäre es, wenn wir heute alle Nachrichtensender, die wir im Staat haben, hierher beordern und darüber eine Pressekonferenz geben. Ich werde aber direkt kommunizieren, dass die gesamten Asservatenkammern entrümpelt wurden. Ja. Gut, ich kümmere mich darum. Taktisch klug könnten wir das natürlich auch noch machen, dass wir die Presse nicht hierher bestellen, sondern ins Industriegebiet zur Schmelze. Und da feierlich verkünden, dass der neue LSPD-Schmelzofen endlich in Betrieb gegangen ist und somit alle Rauschmittel und Waffen sofort vernichtet werden können und nicht mehr aufbewahrt werden müssen. Fantastisch. War nur so eine spontane Idee. Ja, auf jeden Fall wurden dann halt Heavy Pistols gefordert, wie immer. Da haben wir gesagt, haben wir leider nur eine da. Die anderen sind alle vernichtet worden. Und dann haben die, was haben die denn? Und dann wollten die halt, keine Ahnung, die wollten halt dann Kleinkram irgendwie. Also die haben irgendwie 3 Schlagringe gefordert. Dann wollten sie, weil keine Heavy Pistols da waren, noch ein paar 9mm Pistolen, 4 Stück. Und dann haben sie gesagt, sie wollen noch irgendwas Abgefahrenes, wie eine Axt oder eine Machete oder irgendwas. Und dann haben wir noch irgendein normales Messer aus dem Schrank geholt und haben gesagt, wir haben hier noch ein ganz abgefahrenes Messer. Gut. Dann wurden wir runter zum Strand beordert, zum Fahrradhändler. Dahinter ist ja dieser Watchtower. Ja. Da sollten wir hinkommen. Da kam dann ein Motorradfahrer an mit Washington hinten drauf. Wir haben die Waffen übergeben, also wir haben Washington bekommen. Dann haben wir einen Anruf bekommen, wo uns die Frau Sang angerufen hat, damit wir wissen, dass es ihr gut geht. Ja. Dann wurden die Waffen übergeben, der Motorradfahrer ist damit weggefahren und kurz später hat sich Frau Sang bei uns gemeldet, dass sie am Eclipse Tower oben ausgesetzt wurde. Mhm. Dann haben wir die auch wieder eingesammelt. Gut, ich setze mich gleich mit der Presse auseinander. Geben Sie mir mal bitte den Postalcode von diesem Schmelzofen-Blödsinn. Das müsste sein 6003, dieses Industriegelände. Ja, vielleicht also, fahren wir gleich mal hin, oder? Ja, ich kann Ihnen das zeigen. Also da ist... Och. Price, wenn ich dich wegdrücke, weil ich beim Chief stehe, brauchst du nicht nochmal anrufen. Ja, ich komme sofort ins nächste Chief-Büro. Gib mir eine Sekunde. Ey. Alle Chiefs wollen Hayford heute. Kann ich Ihnen gleich zeigen, wo das ist. Aber das ist da 6003. Da kann man auch... Da sind so eine Schmelzöfen. Und das kann ich Ihnen dann zeigen. Ich würde nochmal kurz gucken, was der Chief Justice von mir möchte. Und dann können wir da geht es um die Situation rund um Müller. Sorgen Sie ja dafür, dass der aus dem verfluchten Staatsanwaltschaft nicht nur suspendiert wird, sondern rausfliegt. Okay, alles klar. Naja, der Informant hat mir das gegenüber ja gesagt. Ja, also. Fantastisch. Dann komme ich dann mit dazu. Ja, oder so, genau. Das sehe ich dich. Ah, wunderbar, perfekt, vielen Dank. Ja, dann melde ich mich gleich nochmal, ja? Alles klar. Ja. Soll ich Keith noch dazu holen? Bitte? Soll ich Keith noch dazu? Das ist schon alles geklärt. Hab ich schon fantastisch. Ja. Ist nur was anderes. Hayford, Huli. Okay, Huli. Wenn's auch wieder geht. Ja. So, Chat. Bevor es jetzt hier weitergeht, fahre ich gleich runter.
Erstmal einen Akku wechseln. Mit dem Headset fühlt man sich wie ein verfluchter Roboter. Ey. Aber ist einfach mega geil. Gut gemacht, Sam. Gut gemacht. Kief. Nee, sie sind nicht Kief. Verdammte Scheiße, Price. In der Hübschere, das erkennt man doch. So, nun Amster. Also, ja, tschüss. Ich brauch schon mal kurz. Keith? Ja? Ist das mit Justice durch? Ja, wir haben gerade mit ihm gesprochen. Ja. Wir sollen gegen Müller ermitteln. Alles klar. Chief, Chief, haben Sie schon gehört? Gleich findet bei Raketes Kiosk ein Monster Truck Smashdown statt. Und ich bin dabei, Monster Truck! Sehen Sie, ich bin gut vorbereitet. Da steht ein riesiger Monster Truck und eine Menge Emperors zum Kaputtfahren. Und ich werde dabei sein. Kommen Sie mit? Ein Saufen? Wir beide als Homies? Soup. Chief? Nein. Mögen Sie keine Monster Trucks? So, Sie haben eine Sternbrille auf. Eine Chief, gelbe ja. Mütze mit jeweiligen Alkoholhaltern links und rechts. Ja, noch sind Sie nicht befüllt. Und ich habe Sie gerade des SWATs befähigt. Man muss Arbeit und Privates trennen können, Chief. Gut. Es geht hier um Monster Trucks. Wenn Sie jetzt Monster Truck Rennen verfolgen, dann werden Sie heute nicht mehr in den Dienst gehen. Alles klar? Mit der natürlich Alkoholeinstellung. Nicht. Ich trinke dann ja. Dann kann ich doch nicht mehr arbeiten. Fantastisch. Nee, ich komme nicht mit, aber viel Spaß. Schade, Chief. Sprechen halt Traffic Law. Mhm. Harris? Smith, wir müssen gleich noch miteinander sprechen, ja? Ja, ich mach die gerade fertig hier. Alles klar, bis gleich. Pause. Hall. Chief. Eine Sache. Schreiben Sie mal bitte in Ihre Aktualisierung, dass Graham und Meyer beide Haftrichter sind. Ja, das weiß ich schon. Sehr gut, weil die haben jetzt Befugnisse, die direkt zu die Leute direkt zu verurteilen. Oh, das ist optimal. Ja, das ist jetzt eine Testphase. Es sind sehr viele Richter auszuweisen, aber ich bin erstmal froh, wenn wir zwei Leute haben, die da recht sprechen können. Ich hätte zumindest bei den kleinen Sachen. Wir hatten, glaube ich, 100. Nee, jetzt können die bei allem sprechen. Bei allem? Ja, also Graham und Meyer sind Haftrichter. Die können die sind Richter. Da gibt es keine Einschränkung. Also so hatte ich es verstanden, dass immer große Sachen, ich sage jetzt mal beispielsweise Mord, halt doch vor Gericht landen. Ja, gut, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Das ist richtig. Ja. Das ist sehr gut. Ja, wir werden sehen, wie das läuft. Mal schauen. Ich hätte dann gleich auch noch ein paar Sachen, wenn Sie Zeit haben. Dann kommen Sie gleich mal mit. Hodge, was zeigen Sie mit dem Finger auf mich? ich wollte nur einmal Bescheid geben. Der ACLS-Chef hat eben angerufen, der nochmal mit Ihnen wegen dem Rahmenvertrag sprechen wollte. Ich hätte da eine Telefonnummer, wo Sie ihn vielleicht einmal anrufen könnten. Das wäre die 595. Warten Sie kurz. 595-046. Was? 046. Alles klar. Wer ist das? Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oh.
Das tut mir leid. So, kommen Sie, Hall. So. So, das Wochenende, da habe ich natürlich wieder ein bisschen gesammelt. Problem Nummer 1, am Stadtpark gab es wohl eine Verkehrskontrolle oder eine Person wollte mit einem Auto flüchten. Der Marshall Service dachte sich, eine PDW zu ziehen. Was? Geschossen wurde zum Glück damit nicht, aber allein schon die Waffe rauszuholen. Ja, das, ja, ich spreche mit Stahl, die sollen die aus ihrem Sortiment rausnehmen. Die verstehen das, glaube ich, nicht, dass diese Waffe nicht für solche Kleinigkeiten da ist. Also, da geht es um eine Verkehrskontrolle. Also es wurde wohl, also Stefano Alfonso wurde wohl gesucht, hat wohl irgendwie Dummheiten gemacht und wollte dann in sein Auto steigen oder ist in sein Auto gestiegen und wollte dann halt flüchten. Ja. Und die Reaktion war, sie ziehen halt die PDW, also PD33, also Watson war wohl vor Ort, hat das wohl mitbekommen. Der kann Ihnen da genaueres zu sagen. Alles klar, der steht doch da draußen, oder? Der steht doch da draußen, ja. Watson, kommst du gleich mal in mein Büro, ja? Jo. Na, der kommt gleich erstmal her, ja? Hm? Dann, wo habe ich denn jetzt hin? Dann machen wir mal mit dem anderen weiter. Haki Takanabi. Da wurde mir zugetragen, dass der sich beim PD beworben haben soll. Sagt mir nichts. Sagt ihm nichts. Nein. Okay, weil. Wir haben einen Einstellungsstopp ab sofort. Okay, also ein Aki Takanabi ist dabei nicht. Nein, wir haben aktuell 73 Beamte. Wir belassen es jetzt erstmal dabei und gucken, dass wir die hochziehen, damit wir auch wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Ja. Und habe ich das auch nicht schon? Hatte Herr O'Hara schon mit Ihnen gesprochen? Bezüglich? Herrn Cooper. Ja, habe ich vernommen. Weiß ich Bescheid. Okay. Dann, wo war die andere Notiz? Dann, Moment, lass mich kurz mal in anderen Dokumenten gucken. Naja, kein Problem. Habe ich jetzt scheinbar nicht gespeichert, muss ich jetzt aus dem Gedächtnis rauskramen. Am Freitagnacht. Kein Moment, Hall. Rain, was gibt's? Miss Harris, ich wollte Sie einmal kurz darüber informieren. Die Sache mit Cooley wird jetzt geregelt. Ja, ach ja, Identität. Die Papiere sind alle in Bearbeitung. Ja. Die Zuständigkeit übergeht jetzt erstmal in den Marshall Service. Mein Deputy Director Kell wird sich dem Ganzen annehmen, etc. für eine neue Bleibe sorgen. Und der Person erstmal dabei helfen, so ein bisschen wieder unter die Menschen zu kommen. Alles klar. Ja? Nur, dass Sie Bescheid wissen. Ja. Super. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Danke, Rain. Wunderbar. Bis ja, dann. Tschüss. Entschuldigung, was? Freitagabend bzw. Nacht hatten wir wohl einen Einsatz am Strand, weil dann ein Strandbuggy gesucht wurde. Da war eine Streife besetzt aus Raj, Bashkar und Paris. Die sind da halt lang gefahren. Und dann kam eine zweite Streife und die haben dann dieser Streife erstmal zugerufen, verpisst euch hier, das ist unser Gebiet. Sollen das wohl eher so einen Tonart gemacht haben, als wären sie besoffen, also laut grölend. Als man sie daraufhin angesprochen hatte, dass das halt, ja, ich sag jetzt mal, kein kollegiales Verhalten ist oder generell nicht unbedingt sein muss, dass man da rumschreit mitten in der Nacht. Da waren die Frau Smith und der Herr Streuer, glaube ich. Streuer. Also die hatten ja die Streife angehalten, dann ist Raj ausgestiegen. Stopp. Was darf ich verstehen, oder die haben die Streife angehalten? Frau Smith wollte mit ihnen reden, weil die da halt rumgebrüllt haben und halt, wie gesagt, dieses verpisst euch, das ist unser Gebiet. Okay. Also, kann ich mir das vorstellen wie eine 10-12 oder was? Ja, nö, nicht direkt. Uff. Sie wollte die Kollegen halt zur Rede stellen. Verstehe. Ja, daraufhin ist halt Raj ausgestiegen, Frau Smith ist ausgestiegen, Frau Smith wollte auf ihn zugehen.
Raj hielt es denn für eine gute Idee, wieder in das Fahrzeug zu steigen. Frau Smith hat sich dann vor das Fahrzeug gestellt und Raj wollte dann ja flüchten. Dabei hätte er die Frau Smith so ja so fast umgefahren. War er am Steuer? Er war dann am Steuer, ja. Er hat es auch mir gegenüber zugegeben, dass er flüchten wollte. Er hielt das für eine Übung, wo ich mir denke, solche Übungen machen wir nicht, erst recht nicht, wenn da parallel eine Suche läuft. Er hielt dann, sage ich mal, die ganze Aktion für lächerlich. Paris ist dann wohl auch ausgestiegen, hat dann da auch einen Affentanz veranstaltet, warum die keinen Spaß verstehen würden, etc. Er generell kann halt auch nicht mit Kritik umgehen, das habe ich mir halt auch schon länger mal notiert. Wird dann da halt auch relativ aggressiv, weil er scheinbar einfach nicht weiß, wann Vorgesetzte was von ihm wollen und wann nicht. Aber kann da generell nicht so wirklich mit umgehen. Mit Raj habe ich dann am selben Abend noch gesprochen. Auch, dass ich mit ihm reden wollte oder geredet habe, fand er lächerlich. Okay, alles klar. Und mit Paris konnte ich leider noch nicht reden, den habe ich seitdem nicht mehr angetroffen. Ich habe mir tatsächlich, wann ist das passiert? Freitagabend, also wie gesagt, das ist nur ja, ein Gedächtnisprotokoll. Ja, ja, ich habe das mitbekommen tatsächlich. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich habe mitbekommen, dass Paris unheimlichen Ton im Funk hatte. Und der auch, der irgendwie, da wurden einem komische Begriffe zugeworfen, das ist mir aufgefallen. Ich werde jetzt mit Baschka reden, das geht nicht. Wir haben einen Aufnahmestopp. Wir werden uns jetzt nicht die Pappenheimer hier im PD lassen. Wenn die meinen, irgendwie solche Aktionen zu bringen, dann werde ich ganz einfach mal kurz einen Strich in meinem Mitarbeiterbuch machen und dann ist das erledigt. Wenn wir kompetente Officer haben, dann sollen die hier arbeiten. Aber wenn solche Flachpfeifen mit solchen Aktionen hier rumlaufen, dann geht das nicht. Na, ich habe ihm halt gesagt, dass er halt die Grenze ziehen muss, wann es Spaß ist und wann nicht. Und das war halt in dem Moment einfach überschritten, wenn ein Vorgesetzter mit ihm reden möchte. Fantastisch. Ja. Ich werde mich der Sache annehmen, Hall. Ich werde Sie darüber informieren, falls es da Konsequenzen gibt. Okay. Ja. Und dann. Das heißt das. Dann habe ich, glaube ich, erstmal soweit alles. Alles klar. Gut. Ja, holen Sie mal die DTU-Mitarbeiter da draußen rein. Ja, mach ich. LSPD 38, Raj Bhaskar, hallo? Herr Bhaskar, Harris hier. Harris, mein Freund. Sie finden sich bitte unverzüglich im LSPD ein, im MRPD ein, ist das klar? Ich komme sofort, ja? Vor meinem Büro. Alles klar, bis gleich. Herr Ford, ich muss gerade noch jemand den Kopf abreißen. Okay. Dann werde ich erstmal den holen Sie doch einen Wagen. Safe ausholen. Ja, oder der Wagen das? Steht schon vor der Tür. Dann kümmere ich mich erstmal darum, dass der auf den Marshall-Service übergeht. Ja. Und ja. Dann fahren wir danach zu Schmelzen. Zitat aus König der Löwen. Aber wie gesagt, alles, das ist das Licht berührt. Gehört dir, Simba. Man fährt im Prinzip Wasser, einfach nur zu 6003. Da ist eine Einfahrt zu so einem Fabrikgebäude, Gelände. Naja, wir fahren danach hin. Ja, okay. Ich rufe Sie an, sobald ich auf dem Rückweg bin.